Weltrekord. Nicht Opa, nicht Papa. Papa kann das auch ganz schnell essen. Sprecht nicht untereinander ab. Was könnte der Weltrekord sein? Nicht zu laut, dann können die anderen das hören. Dann könnt ihr auch mal überlegen, Kiwi schälen und essen. Ihr kriegt 20, 30 Sekunden Zeit, überlegt euch was und dann werdet ihr uns was aufflüstern. Okay, ja, habt ihr euch geeinigt auf eine? Dann macht's ganz leise mal Ohr. Wir reden hier von Weltrekord. Würdest du es in der Zeit schaffen? Würdet ihr es in der Zeit schaffen? Ungefähr? Dann kann der Weltrekord sein. Zum Beispiel 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Als Weltrekord halten wir schälen und essen. Wir reden hier nicht von kauen. 5, 8, 10, 3 Sekunden sogar. Aber überlegt, das ist 21, 22, 23. Da macht's nur ups. Und da liegt die Schale da noch. Hi. Okay. Hat er mir eine Currywurstmaschine 3000 eingepasst. Aber du weißt, wie schnell die gerade eine Kiwi geschält und gegessen haben. So schnell musst du dann auch eine Currywurst. Die schießt dir die Currywurst nur so am Mund. Yes. Ein paar Pommes noch dazu? Ja, das geht auch. Okay. Dann kriegen wir das jetzt. Kennst du auch noch mal? Das probieren wir mal. Wer von euch kennt Wow den Entdecker zu? Ihr kennt alle sehr gut. Habt ihr gut aufgepasst, als wir Experimente gemacht haben, wie Vanessa und ich? Sehr, sehr schön. Denn wir werden jetzt gleich eines dieser Experimente sehen. Und an irgendeinem Punkt wird das Experiment stehen bleiben. Es wird stoppen. Und dann müsst ihr... Die Antwort ist manchmal gar nicht so einfach und nicht mit einem Wort oder so gegeben. Also ihr müsst dann schon erklären. Schon ein bisschen genauer werden. Okay? Aber ihr schafft das. Das kriegt ihr. Ihr schafft das. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Wir machen jetzt auch ein Luftdruckexperiment. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Glas, ein Trichter und einen leckeren Schoko. Und den hier. Den Schokokuss packen wir jetzt in das Glas. Dann kommt der Trichter oben drauf. Ach, dann kommt der hier ins Spiel. Ich stecke den Saugrüssel hier oben auf den Trichter drauf und mache ihn an. Aber erstmal auf der niedrigsten Stufe. Genau. Los. Was passiert jetzt, Leute? Versprecht euch, wenn es ist, haut drauf. Der Staubsauger geht an. Könnt ihr auch überlegen, was passiert, aber nicht sagen. Leute. Okay, Team Knall. Nee, Team Pump. Team Massacre. Die Schokolade geht um den Staub da drauf, das weiß was irgendwas. Okay. Du sagst, das haben die Antwort gegeben. Jetzt ist entscheidend, haben sie recht gegen den Punkt, haben sie nicht recht gegen den Punkt. Aber was hättet ihr jetzt gesagt? Okay. Jetzt können wir hier drauf sehen. Ja. Ja, der Schokokuss wird auseinandergezogen. Und wenn wir jetzt den Staubsauger wieder ausmachen, fällt er langsam wieder in sich zusammen. Also, worum es eigentlich geht, ist, dass diese Bläschen, die in dieser Schaummasse sind, durch den Unterdruck, der entsteht, Marlin, Agio. Agio. Sich ausdehnen und deswegen den Schokoüberzug zum Platzen bringen. Und dass die sich wieder zusammenziehen, wenn man den Unterdruck rauslässt oder halt wegmacht, indem man den Staubsauger wieder ausmacht. Das heißt, die Antwort wäre gewesen, der Schokokuss wird größer. Er wird nicht eingesaugt, er wird größer und damit ist eure Acht. Genau. Damit sind wir aber schon am Ende von Wusels Türkis. Und wenn wir auf das Gesamtklassement gucken, ach, das ist auch noch so ein Wort, sehen wir hier auf der Seite von Simon. Und hat gewonnen mit einem tosenden Applaus. Wusstet ihr vorher schon, dass ihr so viel isst? Schon mal überlegt, Erfinder zu werden? Seid nicht traurig, den Knall. Und falls doch, wenn ich mal traurig bin, dann weine ich immer ganz kurz und dafür ganz doll. Ungefähr so. Alle, die nicht mitmachen konnten und nochmals mehr wollen, dürfen auch toll die weitermachen. Ich freue mich auf euch. Ihr könnt mich auch mal in meiner App besuchen. Tschüss. Tschüss, Mose. Ja, vielen Dank für das neue Applaus, ihr Träumer. Für beide Teams sind perfekt. Und da. Und da. Und da.
Marlin?